Wort für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Es gibt Themen, die einen das Hohe Haus, und dazu gehört die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung der entsprechenden Missbrauchsdarstellungen, also das, was man gemeinhin Kinderpornografie nennt. Der Missbrauch von Kindern gehört zu den schlimmsten Straftaten, und die Verbreitung der entsprechenden Aufzeichnung dieser Straftaten perpetuiert den Missbrauch. Und die Verbreitung solcher Missbrauchsdarstellungen müssen wir effektiv bekämpfen, auf allen Verbreitungskanälen, auch im Internet. Und mit dem Stichwort Internet sind wir auch beim politischen Kern der heutigen Debatte. Herr Kollege Lischka, ich finde es gut, dass Sie auch andere Aspekte hier vorgetragen haben, aber machen wir uns nichts vor, das ist heute hier der politische Knackpunkt, um den es geht. Und zwei der drei Anträge ranken sich auch ausschließlich um diese Frage. Und dazu ist Folgendes zu sagen. Ich teile ausdrücklich die Bewertung, dass das Prinzip Löschen statt Sperren für die effektive Bekämpfung von Missbrauchsdarstellungen im Internet sorgt. Internetsperren überzeugen mich nicht, weil sie leicht zu umgehen sind und das Problem der Verbreitung mit ihnen nicht lösen. Die für das Sperren erforderlichen Sperrlisten können im schlimmsten Fall sogar dafür sorgen, dass diese kranken Menschen, die auf der Suche nach solchen Inhalten sind, das hinterher noch sogar als Wegweiser benutzen, um an diese Inhalte zu gelangen. Und abgesehen davon, weitere Bemerkungen, freue ich mich auch über den Sinneswandel, der hier im Haus stattgefunden hat. Das richtet sich einmal an die SPD. Noch am 18. Juni 2008 hat Ihre Fraktion der Einführung von Netzsperren in das deutsche Recht die parlamentarische Mehrheit verschafft. Und immerhin ein Großteil der Grünen haben sich bei der Frage enthalten. Dass hier ein Fortschritt stattgefunden hat, finde ich sehr gut. Und heute wenden Sie sich also gegen das Instrument, für das Sie vor kurzem noch gestritten haben, liebe Kollegen. Und löschen statt sperren heißt bei Ihnen offenbar das Gedächtnis löschen und sich besserer Einsicht nicht versperren. Diesen Lernfortschritt kann ich nur begrüßen. Aber nun bei aller Sympathie. Hinter Ihren Anträgen steckt doch ein durchsichtiges politisches Manöver, das mit der Sache selber nichts zu tun hat. Sie versuchen hier bewusst den Eindruck zu erwecken, man müsse die Bundesregierung in der Frage der Netzsperren sensibilisieren oder auf den Pfad der Tugend zurückzuführen. Denn alle drei Oppositionsfraktionen haben einen Antrag nach 23.3 Grundgesetz gestellt, und der führt ja im Beschluss zu einer Verpflichtung der Bundesregierung, die Stellungnahmen, wie es in der Kommentarliteratur heißt, ich zitiere, sich damit auseinanderzusetzen und dies mit der gebotenen Sorgfalt und Rücksichtnahme auf die in der jeweiligen Stellungnahme zum Ausdruck gebrachten Auffassung des Bundestages. Und mittels dieser Anträge tun Sie also gerade, Herr, so, als ob die Bundesregierung das Thema Netzsperren gerade nicht mit der gebotenen Sorgfalt behandelt und hier in die falsche Richtung unterwegs wäre. Und da liegen Sie schlichtweg falsch. Die neue Bundesregierung unter Beteiligung der FDP hat bislang keinen Zweifel daran gelassen, was den Umgang mit Netzsperren angeht. Nehmen Sie die verfassungsrechtliche Prüfung des Zugangserschwerungsgesetzes durch den Bundespräsidenten. Hier hat die Bundesregierung dem Herrn Bundespräsidenten ihre abgestimmte Auffassung mitgeteilt. Beteiligt waren das Justizministerium, das Innenministerium und das Bundeskanzleramt. Und in der schriftlichen Stellungnahme heißt es, wie bekannt geworden ist, die gegenwärtige Bundesregierung beabsichtigt eine Gesetzesinitiative zur Löschung kinderpornografischer Inhalte im Internet. Bis zum Inkrafttreten dieser Regelung wird sich die Bundesregierung auf der Grundlage des Zugangserschwerungsgesetzes ausschließlich und intensiv für die Löschung derartiger Seiten einsetzen, Zugangssperren aber nicht vornehmen. Kurz gesagt, die Bundesregierung folgt dem Prinzip Löschen statt Sperren. Und selbst im Zusammenhang mit der hier zur Debatte stehenden Richtlinie ist die Bundesjustizministerin bereits aktiv geworden. In einem Brief an die zuständige EU-Kommissarin Malmström heißt es, wie zu hören war,
dass für kinderpornografische Inhalte der Grundsatz Löschen statt Sperren gelten sollte und dass Netzsperren dagegen kein wirksames Mittel zur Bekämpfung dieser Inhalte ist. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege, ich unterbreche ungern Ihren Redefluss. Herr Ströbele würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen, was Ihre Redezeit bitte, Herr Kollege Ströbele. Bitte schön. Ja, ich habe nur eine ganz kurze Frage. Herr Kollege, für welche Bundesregierung sprechen Sie? Ich spreche für die Bundesregierung, die sich gegenüber dem Herrn Bundespräsidenten im Zusammenhang mit der materiellen Prüfung des Gesetzes, der die SPD die parlamentarische Mehrheit verschafft hat, geäußert hat. Das war wohl klar, also die jetzige Bundesregierung. Also, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, diese Äußerungen aus der Bundesregierung, die ich vorhin genannt habe, zeigen, dass die Bundesregierung, in Deutschland herrscht Gewaltenteilung, ausreichend sensibilisiert und auf dem richtigen Weg ist. Die FDP-Fraktion bestärkt die Bundesregierung auf ihrem Weg. Wir stärken allen beteiligten Bundesministern den Rücken. Wir sehen keinen Grund, warum wir durch Stellungnahmen nach Artikel 23 Absatz 3 Grundgesetz den Eindruck erwecken sollten, dass die Bundesregierung hier eine andere Haltung einnehmen oder einen anderen Weg einschlagen würde. Der Weg der Bundesregierung ist richtig und er heißt Löschen statt Sperren.